Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part Pilots Live und mit dabei habe ich heute den DJN. Ganz genau, hallo. Und wir werden dann heute mal den Kurier Driver, also den, ja, wie nennt man das, den Kurier ausprobieren. Den Choreo, richtig. Den Kurierfahrer. Und ich würde sagen, fangen wir in Los Santos an. Gut, gut. Ich habe hier voll den Terroristen-Skin und da bist auch du schon. Ja, Okay. sofort. Ich steige dann schon mal in ein Auto ein. So, wollen wir doch mal gucken. Du nimmst das Auto. Jupp, ich warte noch eben auf dich. Ja, wir haben wie eh wahrscheinlich getrennte Ja. Aufgabenbereiche slash Work. Und dann fahren wir mal dahin. Jo, Ich bin ja immer ich. noch der Meinung, das ist hier ein Drogenkurier, weil so sieht der nämlich ein bisschen aus. Ich muss ein Paket zu Simon ist beste Haus in Ganton transportieren. Ich muss nach El Corona fahren. Okay. Ah, dann gib mal ordentlich Stoff. Ja, das mache ich gerade. Ich weiß gar nicht, wo El Corona ist. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich Ach, bin. das ist hier vorne direkt. Ja, super. Och, du bist ja gemein. Na, ich hab's auch nicht so weit. Ganton ist ja auch nicht weit weg. Das ist auch sofort hier vorne. Ja, toll. Und jetzt ist hier ein Tor davor. Ja, kriege ich das auch mit Slash Open auf? Nö. Toll. Ach ja, man kann das ja auch zu Fuß ausliefern. Ja gut, dann springe ich einfach über den Zaun. Ah, muss man sogar, ne? Ja. Okay, fertig. Ich auch. Er ist da. Gut, direkt slash work und wieder zurück zum Airport. Kommst du auch? Also, ja, der Unterschied hier an diesem Job ist in Bezug auf den anderen zu den anderen Jobs ist, dass man bekommt zwar nicht ganz so viel Geld, aber es geht halt alles schneller. Man hat halt eine viel weniger kleinere Range, wo die ganzen Päckchen dann liegen. Ich bin ja schon ein bisschen weiter als der Hardy, obwohl er früher angefangen hat. Er hat ja auch eine Pause, eine Woche Pause dazwischen und ich kann euch sagen, das ist eigentlich so momentan mein Lieblingsberuf. Yep. Oh, hallo? Slash Open musst du drücken. Ach so, okay. Gut, dass ich dich dabei habe, sonst hätte ich jetzt erstmal gestanden. Steht ja nicht draußen, nö. Nö, lesen ist für Loser. Willow Field, okay. East Beach. Oh, dann trennen sich hier schon unsere Wege. Ja. Ein Pech aber auch. Das ist jetzt aber echt schade. Man Auf merkt jeden Fall vielleicht ein ist bisschen, ich bin erkältet, mal so als Info. Zur auf Nase jeden Fall ist zu. der Server ein super Geheimtipp für Leute, die sich ein bisschen Ortskenntnisse in San Andreas beschaffen wollen. Ja, richtig. Das finde ich jetzt zumindest, weil man lernt halt wirklich alle Stadtteile kennen. Ja, die ich So, überhaupt nicht alle kann. 1100. Nicht mal ansatzweise. Naja, auswendig auch nicht, aber ich kenne mich in LS perfekt aus und in SF und in LV mittlerweile auch. Ja, LV war früher immer bei mir so eine Hassstadt, weil da spielt halt einfach kaum was, ne? das ist auch immer noch die Stadt, die ich am wenigsten mag. Muss ich einfach sagen. Muss ich jetzt noch einen nach oben? Ne. Hier musste ich gar nicht hin, oder? Doch. So, slash work. Ich bin mittlerweile schon wieder am Flugplatz. Okay. Ja, ich hatte es diesmal ein bisschen weiter. So, wo muss ich jetzt hin? Nach Idlewood, alles klar. Oh, ich muss schon wieder zu Simon ist Beste. Sehr gut. Ich persönlich feiere den Server ja, ne? Ja, ich finde den auch sehr geil. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie eher ein Free Roam so. Du hast einfach mehrere Möglichkeiten. Du bist nicht auf eine Sache festgelegt. Und du bist halt wirklich auf keinen anderen Spieler ne? Das ist richtig. Angewiesen. Ja. Und auch keine Bewerbung schreiben oder so ein Schrott. Ja, das ist auch immer Quatsch. Ja, wir wollen die Servers anders machen. Leider hast du da recht. So, da hinten kommst du schon wieder und ich muss hier lang. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das! Nein, ich hänge genau dazwischen. Ich guck noch nach Scheiße. hinten und sehe nur BAM. Ich habe die Tore schon nicht mehr gesehen. Scheiße. Damage 41%. Fuck. Oh, na, kannst du ja reparieren bestimmt irgendwo. Ach du musst ja auch hier deine Karre tanken, ne? Weißt du, was ich einfach immer mache? Reclass. Tanken musste ich bisher noch nicht so lange, bin ich noch nicht gefahren. Na, ich Weil, schon. ja, ich Einfach bin ein bisschen Reclass jung. machen und dann geht das schon. Joa. So, zack, ausgeliefert. Sehr gut. Weiter geht's.
Tour Nummer 4. Wo muss ich jetzt hin? Corona, musst du wahrscheinlich auch gerade hin. Das ist da beim, wie hieß das nochmal hier, das, wo man tanzen kann und so. Alhambra. Ja, Alhambra, genau. Oh. War schneller! Ah. War schneller! Ach ja. Wenn ich jetzt einen Leck hab, bist du ganz schön am Arsch. Aber ich hab ihn. Ach nee, ist dazu. Ja, das, oh, jetzt habe ich nochmal Work gemacht. Sollten wir es mal eben kopieren. Halt, stopp! Hat der Typ gerade für uns das Tor aufgemacht? Dankeschön. Schnell zurück. Ab nach Ganton. Nach Ganton. Wobei ich ja nicht glaube, dass es Ganton heißt, sondern eher so Gaton. Ja, bestimmt. Ja? Naja. Heißt auch nicht Ganton. Ja, aber das heißt doch nicht Gaton. Das klingt doch voll schwul. Das ist doch hier nicht in Französien. Ja, ins Französien. Läuft. So. Fertig, weiter geht's. Ich bin bei der Groove Street. Jo, läuft. So, ich muss auch gleich nach Gaton. Ja. Nee. Das klingt einfach zu hart schwul. So, Mackens Haus at East Los Santos. Ich muss gerade zu Baller Fritzes Haus. Warum haben die alle so einen Namen? Was haben die? Ja. Auf jeden Fall amüsant. Einzige, was ich finde, was ein bisschen nervt nach einer Zeit, ist oben die ganzen Infos, dass die Leute die Scheiße spacken, ey. Dass die Leute halt die Missionen geschafft haben. Soll ich die hier mitnehmen? Nee, Reclass, regelt. Oh Mann. Rear Driver und Los Santos. Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass das irgendwie in die Hose geht. Ja. Beide wollten antäuschen, irgendwie hat es nicht geklappt. Wenn ich was mache, dann halte ich auch drauf, ne? War mal wieder zu hart. Mich nervt das manchmal, dass das Wetter wechselt und das dann so kurz aufblitzt. Ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt gerade. Das ist ein bisschen nervig. Aber na gut. Wie viele Fahrzeuge hat der denn? 3 Stück? Wow, Pro-Tip. Press 2, not number, default to retract your landing gear. So you fly fast. Achso, ja. Ja. Sollte jeder kennen. Ja. Alt 2, aber nicht auf dem Numpad, auch bekannt als Submission-Taste. Mhm. Klugscheißer-Modus FTW. Na, bei dir läuft das. Jo, ich würde sagen, 2 Touren mache ich noch, weil ich habe mir keine Uhr gestellt. Aber es sind ja sowieso immer kürzere Parts hier. Was macht er da vorne? Mohammed. Oha. Läuft bei ihm. So, open. Oh, ich muss nach Idlewood. Was ich ja ernsthaft gut finde, ne, ist, dass man hier für eine sehr, sehr lange Tour, beispielsweise beim Trucker, wirklich viel Kohle bekommt. Na, ja, das stimmt wohl. So. Einzige, was nervig ist, ich bin eben mal ein paar Truck-Touren gefahren, ne? Und dann kam auf einmal von hinten ein Hunter an und hat mich abgeschossen. Was? Okay. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Ach so. Also das war wirklich ein bisschen nervig. Sowas wird immer missbraucht. Ja. Was willst du dagegen machen? So, eine Mission mache ich. Naja. Ich weiß, was ich dagegen gemacht habe, und zwar /Q. Ja, Rage Quit FTV. War bestimmt ein Hater. Ja. Bestimmt. Die kommen schon auf die Server einfach und sehen, aha, da heißt DJN Let's Plays rückwärts und dann bam, einfach drauf. Guten Tag. Du bist übrigens schon bei Score 32. Also ja, es geht hier wirklich gut schnell. Extrem schnell. Ja, bei der Mission hier schon, weil man hat halt so kleine Touren. Das finde ich auch das finde ich auch echt gut daran. Ja, zum Score fahren ist das echt praktisch. So. Irgendwann deswegen machen das auch so viele. Und wieder Ganton. Ich werde es weiterhin so nennen, glaube ich. Ach, die hupen mir aber immer nett, wenn sie an einem vorbeifahren. Ich finde aber die gemappten Sachen, die hier teilweise gemacht haben, richtig fett.
Ja, das stimmt wohl. Mir gefallen auch die ganzen Flughäfen so an Stellen, wo man die gar nicht erwartet hätte, sehr gut. Hast du vielleicht noch Bock, ein, zwei Minuten dran zu hängen an das Video? Dann kann ich dir etwas zeigen, was ich. Ich weiß ja nicht, ob es map-technisch gesehen eine Glanzleistung ist, aber ich persönlich finde, es sieht ziemlich geil aus. Ja, von mir aus können wir gerne tun. Wollen wir dann dahin fahren oder fliegen oder was? Das ist direkt hier bei mir in der Nähe. Also, komm am besten mal. Ja, ich weiß nicht. Ich mache nochmal einen Reclass. Oh, ich habe schon direkt Rescue Team freigeschaltet. Gucken wir uns dann im nächsten Part an, Leute. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das können wir ja vielleicht zusammen machen. Schauen wir mal. So. Ja. Hol ich mir mal eben einen neuen Van. Jetzt mal eben kurz überlegen, wie ich dir das sagen kann, wo das ist. Könntest du mir doch einfach abholen. Während. Das ist. Achso. Du kennst du bei der Grove Street das Clerkenwell Bell? Ja, sicher. Aber nicht das in Richtung des Flughafens, sondern das andere, ne? Ja, ich glaube, ich weiß schon. Ach, Über Scheiße, welches du diese meinst. Brücke. Und dann ist das Ja, klar, da. aber ich habe gerade irgendwie FPS-Drops. Frage Schon mich, wieder. was da los ist. Vielleicht hat da wieder einer versucht, ein bisschen, keine Ahnung, was zu tun. Auf jeden Fall hat's geleckt. Ich komme eben schnell dahin. Hängen wir einfach mal ein Ja. bisschen dran. Ja, ich glaube, ich sehe dich schon. Bist du Ja, das da Ganze auf bist der du. Brücke? Ja, genau. Ah ja, genau. Guten Komm mal Tag. mit. Guck mal, ich Sylpst-e-l-j-d. persönlich finde es ziemlich geil hier, was sie hier hingemacht haben. Ey. Dass sie ja mal eben eine Ebene nach unten gemacht haben. Ah, das ist schon Ich weiß auch gar nicht, fett. was hier ist, by the way. Mal gucken. Ah, das ist echt fett. Das ist ja Das cool, ist da muss mega man erstmal geil. drauf kommen. Da wird man niemals so drauf kommen, dass hier dann irgendwas versteckt ist. Wow, wow, Also, wow, wow. oh, was ist denn hier? Alter, guck dir das mal an. YOLO. So ein Kopfick-Tunnel. Ja, Ah, geil. lol. Voll das Geheimversteck, so. Wie geil ist das denn? Oh, Augenkrebs. Ja. Hui. Hui. Oh, ich glaube, das schaffen wir aber Augenkrebs. mit unserem Wagen nicht hier, Oh, wenn jetzt hier gleich gleich ein echt Looping kommt. Augenkrebs. Hui. Oh ja. Oh, das ist unter der Map sehr schön. Gefällt mir gut. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Oh, Augenkrebs. Hui. Noch mehr Ja. Augenkrebs. Richtig Ist cool. jetzt hier. Wow. Muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Alles klar. Alles im Lot. Hier kommt man wahrscheinlich wieder raus. Nee, Hoffe noch ich. lange nicht. Lang nicht. Yay. Das ist mal cool. Gut, dass du mir das gezeigt hast. Habe ich noch ein bisschen was fürs Video. Was Schönes. Jetzt sind wir hier beim Flughafen in LS. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Nee, wo sind wir? Ah, doch, wir sind am LS-Flughafen nur ein bisschen weiter noch. Okay. Ist geil. Wow. Das ist Cool. echt geil. Oh, wow. 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 2D-Plane. Hui. Ja, GTA-Bug und so. Ich habe hier gerade wieder ein 2D-Flugzeug. Oh, meine Karre brennt. Das werde ich nicht überleben, oder? Wird er es überleben? Ich hab's überlebt. Ja, ich denke mal, das ist deswegen, weil die Dinger, hast du ja gerade gesehen, die sind ja gerade neu gespawnt. Und in dem Moment, wo die spawnen schneller, als der Boden sich generieren kann. Also als der Stream lädt und dann zack, fliegen die ins Wasser. Denke ich Ja. mal. Keine Das Ahnung, ist auf jeden echt geil Fall hier. sehr cool. Bist du schon mal in so eine außerhalb gelegene Stadt gefahren? Ja. Halt. Ich kann hier gar nicht raus. You need to be a part of DHL Buffalo to Erstmal den open aufmachen. this gate. Okay. Ja gut. Also ich musste mal, ich weiß gar nicht mehr, als was das war. Ich glaube, als Trucker musste ich mal, ich glaube, das war sogar in einem Video, ich weiß aber nicht mehr, musste ich da tatsächlich mal in so eine außerhalb gelegene Stadt fahren. Das war richtig geil. Okay, Der einzige den Nachteil war gefahren bin ich die. noch nicht. Der Nachteil war die Straßen, also dieser Highway da, hat so spät geladen, dass ich alle 50 Meter anhalten musste und warten musste, bis der Stream lädt. Ja, wie ihr auch Das seht, war der dann. Server leckt ein bisschen, hat hier einen Ping im zweistelligen Bereich, alle weit über 100. Ja. Aber naja, gut, was will man machen? Aber der Richtig. Server ist echt cool. Oh ja. Nochmal Augenkrebs dürft ihr euch geben, hat euch bestimmt Ja, wir gut müssen ja hier gemacht. lang, sonst kommen wir nicht mehr raus. Oh ja. Ui. Jo, Zweiradbonus. Zweiradbonus. Ja. Sehr gut. Boah, das hat sich gerade so angefühlt, als würden wir so mitgetragen werden von der Röhre. Ja. Richtig cool. Ja, geil auf jeden Fall.
Cool, ich hätte nicht gedacht, dass die sowas hier einbauen, so. Na, ich auch nicht. Oh, das ist ich glaube, hier gibt's Augenkrebs. Ah, hier das. Bläh. Das finde ich am krassesten. Aber ich glaube, hier gibt's sogar sowas wie eine DM-Arena. Weil unter den Help-Kommentaren war da irgendwas, Exit DM-Arena oder sowas. Okay, ich gucke mal, was also, hier noch ist. Hier ist noch irgendwas, was man zu Fuß betreten kann, aber... Okay. Ach, okay. Hier sind ganz viele Türen und irgendwie Räume. Und hier ist jetzt so ein Endraum, wo eine Kuh drin steht. Okay, frag mich nicht, das ist... Ja, was ist denn das hier? Serious Mapping. Vielleicht ist das hier die magische Kuh oder so. Ja, bestimmt. Scheiß auf die magische Miesmuschel, jetzt kommt die magische Kuh. Ah, hier hinten geht's auch noch durch. Ja komm, dann steig ein, dann fahren wir mal da lang. Und dann hast du einen extra long Chicken Cheese Part. Oh ja. Wenn ich Videotipps bei dem Video machen würde, dann würde ich das sogar nehmen. Extra long Chicken Cheese Part. Muss ich mir merken. Oh Mann, ey. Wow! Oh, ich dachte, es wären explodierende Fässer. Ich dachte auch. Da haben sie uns aber hart verarscht. Da haben sie uns aber hart verarscht. Ich glaube, in dem Server steckt echt mehr Humor, als es am Anfang aussieht. Ja. Geil, ey. Ich dachte echt, jetzt irgendwie explodiert. Scheiße, nein. Oh. Ich glaube, die sind auch dafür geeignet. Kennst du diese Bälle, die einen so wegkatapultieren sollen? Ja, genau. Die funktionieren ja manchmal auch nicht. Kann sein, dass das eigentlich explodieren sollte. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war schon Absicht. Aber die Objekte kannte ich auch noch nicht. Das ist ja lustig. Ja. Na gut, aber ich glaube, dann haben wir das hier auch weitestgehend erkundet, wa? Ja, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall eine fette Sache. Leute, wisst ihr Bescheid? Was hast du eigentlich, was habe ich eigentlich unter meinem Namen stehen? Staff Pilot Sergeant. Du hast Pilot Sergeant. Oh. Gut. Traurig. Das ist das Geheimversteck der DHL. Ja. Da lagern die all die Pakete, die die nicht abgeben. Genau, die extra klauen. Ja. Na gut, Leute. Aber ich wie mein sagen, iPhone. Wenn DJ nichts mehr zu sagen hat. Nö, eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sind zum nächsten Part. Vielleicht ist der DJ ja auch dabei und dann machen wir den Job. Ach, das geht nicht im Vehikel. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit Medic oder so. Rescue Team, genau. Rescue ja. Team, yes. Das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, Leute. So, Leute, Alter, ich habe so viel gecuttet, dass DJ nicht mehr Tschüss sagen könnte. DJ sagt jetzt nochmal gesondert Tschüss. Tschüss. Okay, damit haben wir's.